Mal ehrlich, wer ist schon mit sich selbst zu 100% zufrieden? Wohl kaum jemand. Und trotzdem lieben wir uns selbst mehr, als wir wissen. Wir haben mal 3 Studien rund um die Selbstliebe gecheckt. Und die Ergebnisse, die klingen teilweise unerhört. Denn angeblich lieben wir unseren eigenen Namen so sehr, dass er sogar unser Kaufverhalten beeinflusst. Ein bisschen selbstverliebt ist ja jeder. Studien behaupten, unsere Selbstliebe macht uns sogar manipulierbar. Wirklich? Wie weit treibt uns die eigene Eitelkeit? Das wollen wir ausprobieren und haben deshalb 6 Probanden eingeladen. Mit ihnen machen wir 3 unterschiedliche Experimente. Das erste überprüft die Vorliebe für unser eigenes Gesicht. Denn angeblich mögen wir das am allerliebsten. So ziehen wir anscheinend Menschen vor, die uns ähnlich sehen. Wir finden sie sympathischer und vertrauen ihnen mehr. Das überprüfen wir in unserem kleinen Test. Unsere Probanden wissen nicht, worum es geht. Unter dem Vorwand, Pressebilder zu benötigen, machen wir von ihnen Fotos. In Wirklichkeit haben wir es nur auf einzelne Teile ihres Gesichts abgesehen. Denn wir wollen ihre Porträts mit dem Foto eines anderen Menschen verschmelzen. Die Augen von Probandin Thea setzen wir zum Beispiel auf dieses Foto. In Photoshop zusammengemixt entsteht ein neues Gesicht als Mischporträt. Stellas Augen vermischen sich mit diesem Gesicht. Und dieser junge Mann bekommt sogar Augen und Mund von Proband Janis. Anschließend sollen unsere Probanden wählen aus 3 Fotos. 2 zeigen echte, fremde Personen. 1 Foto ist das gefakte. Mit Augen oder Mund des Probanden selbst. Wen mögen Sie am liebsten? Für das Experiment an unserer Seite Dr. Markus Quirin, Dozent der Psychologie an der Technischen Universität München. Was man dann natürlich machen muss, ist die Personen fragen, ob sie sich darin selbst erkennen. Wenn die Personen sich selbst darin erkennen, dann wird diese Person ausgeschlossen, weil es ist ja wichtig, dass dieser Effekt unbewusst passiert. Eine Nachfrage bei Thea. Sie hat absolut keine Ahnung, um wen es sich auf den Fotos handelt. Also, los geht's. Du hast hier 3 Fotos. Schau sie genau an und bewerte dann einfach, wer dir sympathisch ist, wem du was anvertrauen würdest und wer so dein Freund sein könnte. Das sind die beiden Fremden. Und das ist das gefakte Foto. Wen mag Thea am liebsten? Das Gesicht mit ihren eigenen Augen? Doch erst zu einem anderen Aspekt unserer versteckten Eitelkeit. Der Liebe zu unserem eigenen Namen. Angeblich finden wir unsere Initialen so gut, dass wir uns davon manipulieren lassen. Wir bevorzugen Menschen, deren Namen unserem eigenen ähnelt. Diesen sogenannten Name-Letter-Effekt hat der belgische Sozialpsychologe Joseph Mutin entdeckt. Demnach kaufen wir auch eher Produkte, die mit dem gleichen Buchstaben wie unser Name beginnen. Kann das wirklich sein? Sind wir so selbstverliebt? Um das zu testen, bauen wir einen kleinen Stand mit 3 Produktgruppen auf. Seife, Wasser und Schokolade. Alle Artikel sehen gleich aus und tragen Fantasienamen. Sie unterscheiden sich nur im Anfangsbuchstaben. Für Stella und Sarah zum Beispiel gäbe es Produkte mit S. Soap, Sakwa und Schokolade. Unsere Probanden sollen die Produkte in Ruhe ansehen und einfach nach Lust und Laune je eines aussuchen. Wozu sie das machen, wissen sie nicht. Die erste ist Thea. Greift sie zu Tokolade oder Takwa? Würde ich vom Aussehen, glaube ich, dieses hier wählen. Sakwa, weil es erstens gut verteilt ist und optisch ansprechend. Auch bei der Seife greift sie zum S. Doch dann die Schokolade. Ja, ich würde dann fast diese hier nehmen mit TH. Mein Name fängt ja mit TH an, deswegen ist es eine Verbindung zwischen der Schokolade und mir. Von 3 Produkten wählt Thea einmal ihren Buchstaben. Zufall? Wie ist das bei Christian? Erstmal nicht. Beim Wasser nimmt er Lakwa.
Und die Seife beginnt bei ihm mit einem J. Doch wieder die Schokolade. Er greift zu Schokolade mit C. Jannis müsste Jaguar, Job und Jokolade auswählen. Aber Wasser findet er mit V am attraktivsten. Bei der Seife klingt für ihn Hope mit H gut. Und die Schokolade? Chocolate, Locklet. Die würde ich nehmen. Joklet. So ein bisschen selektive Wahrnehmung auch. Weil mein Vorname fängt ja auch mit J an, dass man da vielleicht eine Assoziation hat. Bei unseren 18 Versuchen haben die 6 Probanden insgesamt 8-mal zu ihrem Buchstaben gegriffen. Kein sensationelles Ergebnis. Aber eine kleine Tendenz zum eigenen Namen scheint es tatsächlich zu geben. Die Effekte sind aber relativ gering, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass jede Person nun stark diesem Effekt unterliegt. Denn Preis- und Qualitätsunterschiede spielen bei unserem kleinen Test keine Rolle, sind aber bei echten Kaufentscheidungen wichtiger als der erste Buchstabe. Dennoch glaubt auch die Industrie an die Einkaufsmacht des Vornamens, wie diese Werbekampagne zeigt. Das Phänomen Selbstliebe kann man auch gezielt einsetzen, um bei anderen Sympathiepunkte zu sammeln. Und zwar mit dem Chamäleon-Effekt. Menschen, die unsere Gestik spiegeln, mögen wir lieber. Das fanden die Forscher Tanya Chartrand und John Bark 1999 heraus. Besonders Mikrogesten wirken ansteckend. Bewusst imitiert führen sie dazu, dass wir unser Gegenüber automatisch sympathischer finden. Das lädt ja geradezu zum Manipulieren ein. Die beiden Schauspieler Marion und Jakob sind unsere Lockvögel. Sie sollen mit unseren Probanden einen Smalltalk über Essen führen. Anschließend müssen die 6 auf einer Skala bewerten, ob sie Marion oder Jakob sympathischer finden. Bei den ersten 3 sitzt Jakob nur da, hört zu und bewegt die Hände nicht. Anders Marion bei den übrigen 3 Probanden. Hallo! Aber was ich auch nicht mag, sind Sardellen oder sowas, geht gar nicht. Ja, stimmt. Nee, die mag ich auch gar nicht. Normal, also Tomaten. Mhm. Genau, also in Scheiben, ja. Oder die Kirschtomaten. Ja. Mhm. Wie bewerten unsere Probanden den jeweiligen Smalltalk? Wir lassen die Gespräche benoten. Auf einer Skala von 1 bis 10 macht Marion im Durchschnitt 8 Punkte, Jakob dagegen nur 5. Aber vielleicht wirkt Marion ja generell sympathischer. Deshalb drehen wir die Rollen um. Jetzt soll Jakob die Gestiken spiegeln. Hauptsächlich vegetarisch und vegan. Und du? Ich bin eigentlich ein Fleischesser, also Allesesser kann man sagen. Am liebsten mache ich Reispfanne mit Gemüse. Also so mit Champignons, Zucchini, Brokkoli, Mais. Marion bleibt bei ihren 3 Gesprächen passiv. Der Gesprächsinhalt ist ungefähr gleich. Doch diesmal fällt die Bewertung anders aus. Jakob erreicht im Schnitt 7 Punkte, während Marion nur 6 hat. Dass die Sympathie etwas mit dem Gestenspiegeln zu tun hat, fällt unseren Probanden nicht auf. Weil er voll lieb gefragt hat immer und mir halt zugehört hat, mich nicht unterbrochen hat. Unsere Schauspieler ließen das Spiegeln ganz natürlich wirken. Deshalb hat der Chamäleon-Effekt funktioniert. Doch wer es damit übertreibt, kann unnatürlich wirken und damit unsympathisch. Zurück zu unserem ersten Experiment. Da haben wir mit Photoshop Bilder unserer Probanden mit denen anderer Menschen verschmolzen. Man sieht also die Augen der einen und den Mund der anderen Person. Diese neuen Fotos stellen wir neben echte Porträts fremder Menschen. Wen finden unsere Probanden am sympathischsten? Das sind die beiden Fremden. Und das gefakte Foto. Wen mag Thea am liebsten? Das Gesicht mit ihren eigenen Augen? Also wenn ich die erste Person anschaue, ich finde sie relativ neutral. Die zweite Person, sie wirkt so ein bisschen fremd. Zur dritten Person, ja, die wirkt sehr offen. Ja, ich denke, zu dieser Person hätte ich am meisten Bezug. Volltreffer. Thea hat tatsächlich sich selbst gewählt. Und Jannis? Also am sympathischsten ist mir der linke Mann, weil der ist ein bisschen lockerer Typ. Denkt, das wäre ein guter Kumpel, wirkt vertraut. Daneben,
Dieses Bild enthält keine Gesichtsteile von Janis. Doch Stella zeigt sich selbst verliebt. Sie greift zum Gesicht mit ihren eigenen Augen. Die erfüllt für mich so alles, um zu sagen, sehr nett, sympathisch, ich würde dir vertrauen. Direkt auf Anhieb, so im Vergleich zu den anderen. Wir lösen auf. Wenn du noch mal genau hinschaust, dann hat dieses Mädchen deine Augen. Echt? Witzig. Tatsächlich. Ja, okay. Ja, das stimmt. Da schaue ich mich ja eigentlich an. Voll krass. Das könnte mein Spiegelbild sein. Ja, wahrscheinlich habe ich sie dann deswegen ausgewählt, denke ich. Bisschen selbstverliebt. Auch wenn das nur eine kleine Stichprobe ist. 2 von 3 Probanden haben sich für Fotos mit ihren eigenen Gesichtsteilen entschieden. Wohl wegen unseres tief verwurzelten Bedürfnisses nach Sicherheit. Gehen wir davon aus, ne, wir leben jetzt ein paar Millionen Jahre vorher. Ne, unser Gehirn ist ja noch darauf eingestellt, auf diese Evolutionsgeschichte, dass dadurch, dass man die erkennt, die einem ähnlich sind, man mehr Sicherheit verspürt. Selbstverliebtheit hat also auch evolutionäre Gründe. Ähnliche Gesichter lassen uns sicherer fühlen. Aber auch wenn es dadurch die Gefahr von Manipulation gibt. Sich selbst zu mögen, ist und bleibt gesund.